Also die Luft angehalten. Anscheinend habe ich gerade mal einen Bücherrappel und deswegen berappel ich euch jetzt mit Büchern. Beim Aufräumen sind nämlich die beiden, ich glaube es waren die ersten, Bücher von meinem Bruder mir wieder in meine Hände gefallen. Wenn ich mich recht erinnere, war das erste das wilde Auge. Das geht hier um den, ich weiß nicht, generell ein Streifzug durch den italienischen Horrorfilm. Ja, der Witz dabei ist jetzt nicht, dass man sich wahnsinnig für italienische Horrorfilme interessieren muss, sondern mein Bruder schreibt gut, unterhaltsam. Wer Harald Schmidt mag, der mag auch die Schreiben meines Bruders. Er hat viele Bilder hier drin und so weiter. Er hat auch immer die eine oder andere nette Anekdote, weil viele von den Regisseuren dieser Schundromane ist ja irgendwann persönlich über den Weg gelaufen. Ja, hat sich also damals dort auch sehr reingeknallt. Hinten drauf ist sogar ein Bild, da ist er noch so jung, meine Güte. Von wann ist das eigentlich? Ich halte es noch mal rein hier. Man muss den Autor ja auch lesen können, ne? Obwohl das mit 720k nachher hochgeladen wird. Ich glaube, die Kamera hat hier eine Fixed-Schärfe-Einstellung. Egal, das wilde Auge. Werdet ihr im Buchhandel nicht mehr kriegen. Also das wird mittlerweile bei eBay für teures Geld gehandelt. Und wie gesagt, das Interessanteste ist einfach seine Schreibe. Ich interessiere mich einen feuchten Kehricht, aber das Buch habe ich trotzdem genossen. Einfach weil er so herrlich bösartig über den einen oder anderen herzieht. Bla bla bla, egal. Ich lese jetzt nichts daraus vor. Es gibt bestimmt, ich bin sicher, mein Bruder hat bei YouTube irgendwo, Autor steht ja drauf, ne, hat bestimmt irgendwo bei YouTube irgendwelche Leseproben oder sowas mal gemacht. Was haben wir denn da? Ist eine Visitenkarte drin? Was haben wir denn hier? Irgendwas ganz anderes. Hat hier, glaube ich, überhaupt nichts zu tun. Beiseite. Ja, das war das. Und das nächste war dann Willkommen in der Hölle. Jawohl, da ging es um die italienischen Western. Er wollte es eigentlich Für eine Handvoll Lire nennen. Eine Anspielung für eine Handvoll Dollar. Aber da sagte er, kriegen wir ein Problem mit dem Originaltitel und an Lizenzen. Und das ist Willkommen in der Hölle. Naja, schön. Jedenfalls auch hier wieder, er kennt die ganzen, wie soll ich sagen, die Verursacher dieser Filme, die kennt er zum größten Teil persönlich. Und auch hier hat er wieder das ein bisschen Lob hier und ein bisschen vorsichtigen Tadel da. Besonders bei den kommerziell nicht ganz so erfolgreichen Varianten hat das dann auch mal ein bisschen mehr krachen lassen. Aber immer, ja, jedenfalls, es hat Spaß gemacht, das zu lesen. Mal gucken, ob ich den Klappentext einfach mal vorlese. Er hat den Klappentext da selber wahrscheinlich auch wieder geschrieben, wie ich ihn kenne. Mal schauen. Der Italo-Western, Schauplatz unzähliger Mythen und existenzieller Kämpfe, ist heute selbst zum Mythos geworden. In einer Zeit identitätsloser Massenware erinnert man sich gerne an die Helden eines Genres, welches politische Aussagen mit brutalen Bildern verband. Meist mit geringen Budgets gedreht, dafür aber ungeheuer einfallsreich ritten die Helden Cinecittas, aha, durch die weiten Almerias auf der Suche nach Gold, Abenteuer und zumeist Rache. Der bekannte Filmjournalist Christian Kessler, wie gesagt, er hat sich das bestimmt selber geschrieben, rezensiert in diesem Werk auf seine ihm eigene humorvolle Art all die großen und kleinen Produktionen, womit zum ersten Mal eine umfassende Abhandlung über das Ganze vorliegt, über das Genre vorliegt. Dass dabei Information und Unterhaltung Hand in Hand gehen, ist bei dem Autor selbstverständlich. Das ist zurückhaltend für seinen Ziel. Er kann ganz anders. 420 Filme detailliert besprochen, 140 weitere Euro-Western im Anhang, 300 zum Teil rare Fotos und Filmplakate, 16-teiliger Farbteil, Interview mit dem Sartana-Darsteller. Sartana, echt jetzt? Gianno Garco? Ausführlicher Index mit Schauspielerfilmografien. Ich glaube, das mache ich hier auch nochmal. Immer schwere Sachen hat er gemacht. Oh, so eine Menge Klappentext. Mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist über den italienischen Horrorfilm. Geht man heutzutage in eine Videothek, um sich einen Horrorfilm auszuleihen, sieht man sich einem Trommelfeuer aus lustlos produzierten Amischmonzetten ausgesetzt, in dem perfekt aufgestylte junge Menschen
gegen einen Schrecken kämpfen, der nur selten zum wohligen Schauen animiert. Doch da hinten, ganz in der Ecke, traurig und vernachlässigt, ein italienischer Horrorfilm. Soll man die dicke Staubschicht, die das Cover der ungeliebten Kassette bedeckt, und nur hier, Kassette, damals gab es noch Kassetten, in der Videothek, bedeckt und nur hier und da durchbrochen wird von einer silbrig glänzenden Tränenspur. Soll man sie durchbrechen? Versteckt sich hinter dem Schleier der Vergessenheit womöglich ein Schatz, der den geleckten Triumphen moderner Spezialeffektkunst in all ihrer Vorhersehbarkeit den Rang abzulaufen vermag? Das italienische Horrorkino ist nicht totzukriegen, obwohl seine Glanzzeit in den 60er Jahren lag, sind die Ausläufer der Welle bis zum heutigen Tage spürbar. Was ist es, das den ganz speziellen irgendwas richtig Großes, richtig Schweres fährt hier gerade an der Tür vorbei. Was ist es, das den ganz speziellen Charme der Mittelmeer-Vampire und Spaghetti-Zombies ausmacht? Diese Frage hat der Journalist und leidenschaftliche Filmfan, das kann ich bestätigen, Christian Kessler einen guten Teil seines Lebens nachgespielt und präsentiert hier die Antwort in Gestalt eines Buches, das versucht, den Weg des Genres von seinen Anfängen bis zum heutigen Tag nachzuzeichnen. Zusammen mit dem Leser begibt er sich in die Zauberwelt der vielbesungenen Meisterwerke von Mario Brava und Dario Argento, aber auch in die Gerümpelkammern der vielen kleinen Lückenbüßer, von denen man hierzulande noch nie etwas gehört hat. Erforderlich für diese sehr persönliche Reise sind eine gehörige Portion Mut, die Fähigkeit zur Nachsicht und viel Sonne im Herzen. Das Buch enthält auch eine ausführliche Filmografie mit Angaben zu Videoauswertung, Filmmusik und persönlicher Bewertung. Zu Beginn des Projektes beabsichtigte ich, ein wissenschaftliches Buch zu schreiben. Ich wünschte dem geneigten Leser viel Vergnügen bei meinem Misserfolg. Ja, ich hatte viel Vergnügen. Ich muss die anderen, seine anderen Dinger bühle ich auch mal raus. Ich hab sie ja alle. Ich kriege ja von ihm mindestens ein Freiexemplar sozusagen. Und das wandert hier auch in meine Bibliothek, gehört zu den Sachen, die nicht weggeschmissen werden. Ja, das war's. Wieder vergnügliche 5 Minuten. 6, 8, 10. Irgendwo hier unten steht das drunter. 7 Minuten und 8. Danke fürs Reingucken. Sagt der Mann, der seine Kamera ganz alleine ausmausen muss.